Lern Deutsch. Und nächstes Jahr schreiben wir dich an der Ludwig-Maximilian-Universität für ein Ingenieursstudium ein. Dann komme ich mit meiner Familie wieder ins Reine. Dann werden sie sehen. Alles ist gut so. Weil wir uns alle nach Wohlstand sehen. Die Deutschen sehnen sich danach und auch die kleinen Machos sehnt euch danach. Und die Tatjanas und Nataschas aus Russland auch. Liebe, soziale Interaktion, Politik und Wirtschaft. Die Kunst besteht darin, kompatible Sehnsüchte einander zu vermitteln. Und es macht mich glücklich, dass ich mit diesem Schritt letztlich mir und Deutschland helfe. Pedro, komm und küss mich. Ich sehne mich so sehr nach dir. Legen wir uns schlafen. Oh Pedro, deine Augen. Joint oder Jetlag? Jetlag. Gut aussehen, das Zentrum. Können, Berlin. Ich möchte diesen Sommer auf das Oktoberfest gehen. Du deutest aufs Gebüsch. Dort. Ein Marienkäfer, der sich vor den Läusen fürchtet. Eine Waschmaschine, die jemand im Wald abgeladen hat. Zyklop hast du sie genannt. Er legt sein Asthma-Spray auf den Tisch und zündet sich eine Mentholzigarette an. Einmal hast du eine Hochspannungsleitung für einen Skilift gehalten. Eine Waschmaschine, die jemand im Wald abgeladen hat. Ich hatte damals schon ein Feuerzeug. Es ist ja schon dunkel. Ich kann nicht sehen. Wo ist denn der? Ah! Wer sind Sie denn? Ich habe etwas gehört. Ich habe etwas gerochen. Bin gerade am Starnberger See gewesen. Wohnungssuche. Brauche mehr Ruhe. Ruhe. Ich sehne mich nach Ruhe. Ruhe, wie ich sie definiere. Das ist ganz genau. Ich verstehe mich selbst als eine Art Kammerjäger. Wo ist die Kakerlake? Ich sehne mich nach der sauberen Luft. Die ist sie besonders am Starnberger See? Ein vortrefflicher Ort, um zu sterben. Ein wahres Privileg, wohl. Man muss dazu nicht mal über 100 sein. Aber sagen Sie, was bekümmert Sie so sehr? Ist es... Wohin blicken Sie? Warum legen Sie Ihr Kinn auf die Brust? Sie sehen verängstigt aus. Voller Angst. Ich habe immer Angst, dass mein Bauchnabel verschwindet. Thank you.
Huch, alles nur ein böser Traum. Pedro, wo bist du? Komm zu mir ins Bett. Komm zu mir ins Bett. Komm zu mir ins Bett. Bett. Ich studiere Kunstwissenschaft, Kultur, Anthropologie und bekomme Kinder. Pedro, du studierst Ingenieurswesen und dann kann uns niemand mehr etwas anhaben. Das ist immer nur eine Frage, wessen Sehnsucht stärker ist. Weil wir alle eine Sehnsucht haben und zum Schluss zeigt sich, welche Sehnsucht gewinnen wird. Unsere Sehnsucht wird gewinnen. Hörst du das, Pedro? Im Starnberger See ist er ertrunken. Pedro, er wollte doch Ingenieur studieren. Ihr werdet es nicht gerecht, Pedro. Er wollte zu viel an meinem Bauchnabel knabbern. Wir befinden uns am Hochpunkt der Sinuskurve. Aber wollen noch weiter nach oben im Koordinatensystem und dann geht die Rechnung nicht mehr auf. Du im Starnberger See ertrunken. Von König Ludwig hättest du was lernen können. Ich habe mein Kolloquium in Geschichte über ihn gehalten. Oh, erzähl mir doch bitte. Mit dir spreche ich nicht. Man redet in der Schule so viel über dieses Kapitel. Allein das ist für mich schon ein Grund, warum man gegen euch härter vorgehen müsste. Aber über Ludwig II. Weiß ich, dass er an einer nicht substanzgebundenen Sucht litt. So wie ein moderner Spielsüchtiger. Ludwigs Suchtmittel war sein Schlösserbau. Meiner Meinung nach die dekadenteste Sucht. Eine royale Sucht. Der Schlösserbau, die Ludwigssucht. Eine architektonische Sucht. Eine touristische Sucht. Eine Sucht, die Arbeitsplätze schafft. Eine bayerische Sucht. Die Ludwigssucht. Die Ludwigssucht. Eine nicht tragbare Sucht. Damals. Die Ludwigssucht. Die Ludwigssucht. Die Ludwigssucht. Ein zunehmender Realitätsverlust. Na, du musst gerade reden. Du wirst in diesem Hörspiel übrigens von einem gepitchten jüdischen Mädchen gesprochen. Was? Nein. Was? Nein. Was? Nein. Die Heroinszene direkt am Starnberger See. Wer dort noch?
der Repräsentant des Freistaats im vorletzten Jahrhundert. Wobei die Leute hier nicht depperter sind als anderswo. Aber auch nicht wenig. Ich will hier noch einen Moment stehen bleiben und über die Situation nachdenken. Starnberger See. In Starnberg vermute ich hinter den Hecken das Abendprogramm vom ZDF und den FC Bayern. In Starnberg ertrank Ludwig II. Ein Bayer mit einer Sucht nach Märchenschlössern. Muss ich noch erwähnen, dass er schwul war? Ludwig lebte seine Sucht und ist durch sie gestorben. Von einem heldenhaften Tod kann man da nicht sprechen. Ludwig hat uns gezeigt, wie schön die Sucht sein kann. Die bayerischste Sucht. Obwohl er schwul war. Wenn der gewusst hätte, was nach ihm noch los ist. In München, in München, in München. Wir befinden uns am Hochpunkt der Sinuskurve. Wir wollen noch weiter nach oben im Koordinatensystem. Die Rechnung geht nicht mehr auf. Was wollte uns König Ludwig mit seinem Tod sagen? Du deutest aufs Gebüsch. Dort. Ein Marienkäfer, der sich vor den Läusen fürchtet. Du deutest aufs Gebüsch? Dort. Ein Marienkäfer, der sich vor den Läusen fürchtet. Die Ruine im Wald. Weil die Baugenehmigung fehlte. Nachts hat man ihn zum Stall schleichen sehen. Oder auf der Rückbank.